Das ist fantastisch. Überwunden hat der Südkoreaner. Rennen bleibt gegen Ochsenhausen, denn wenn er verliert, sind sie draußen. Doch den ein oder anderen leichteren Fehler erlaubt. Aber jetzt gucken wir. Ochsenhausen setzt ein weiteres Ausrufezeichen. Absolut der Fall ist. Was macht Rio hier nicht noch weiter davon eilen lässt? Super. Männer natürlich. Also Niva muss diese Partie gegen Rio gewinnen. Riesensache, wenn sie hier und heute Frickenhausen raushauen sollten. Vielleicht hätten schlechter nicht sein können. Und Skoric hat auch vorher gesagt, 20-80. Größer als unsere Chance nicht gegen Frickenhausen. Aber jetzt real sieht das ein bisschen anders aus. Ganz enger dritter Satz. 7-8 liegt Niva zurück gegen Ryu. Hätte man nicht. Dritter Satz. Und eine super tiefe Vorhand des Penholder-Spielers. Aber. Und damit hat. Tokin. Satzball für den Südkoreaner. Er kann aber wieder nichts mit dem. Das war die Riesenchance zu attackieren, den Japaner. Aber wie es dann oft so ist, erst mal. So eins in Führung zu gehen. Und die Chance lässt er sich nicht nehmen, nach diesem passiven Rückschlag von Ryu Sung. Besser mit 4-1 in Satz Nummer 4. Ja. Wird gleich ein alles entscheidendes fünftes Match geben. Macht Ryu Sung-min. Gegen Ryu. Ja!
Also das Schwaben-Derby geht in das alles entscheidende fünfte Einzel. Koki Niva bleibt weiter ungeschlagen.